Ich möchte heute mit euch ein Eiweißbrot backen, das super, super schnell geht, ist sehr, sehr einfach und es sind viele Zutaten dabei, die man einfach auch im normalen Gebrauch immer zu Hause hat. Genau, deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Video. Wir brauchen 4 Eier. Einfach in eine Schüssel geben. Anschließend brauchen wir 100 Gramm Joghurt. Ich verwende den mit 1,5% Fett. Dann brauchen wir 30 ml Olivenöl. Eine große Messerspitze Kaisernatron. Ebenso eine große Messerspitze Salz. 70 Gramm Sesam. 50 Gramm Sonnenblumenkerne, 100 Gramm Mehl, ich verwende jetzt das glutenfreie Mehl von Mix It Dunkel heißt das. Ihr könnt aber gerne ganz normales Mehl verwenden, Dinkelmehl, Vollkornmehl, das ist ganz euch überlassen. Und dann verwende ich noch das Eiweißpulver mit neutralem Geschmack. Ist auch euch überlassen, ihr könnt gerne auch normales Mehl verwenden, Dinkelmehl, glutenfreies Mehl. Oder ihr gebt einfach noch 50 Gramm Eiweißpulver dazu. Genau, dann wird das Ganze mit den Knethaken gut umgerührt. Ihr könnt gerne einfach noch verschiedene Kerne verwenden oder auch ein bisschen mehr Sonnenblumenkerne, mehr Sesam, je nachdem wie ihr es vom Geschmack haben wollt. So, dann verwende ich hier eine Kastenform. Ich sprühe das Ganze jetzt mit meinem Smart Cooking Spray ein. Ihr könnt aber auch einfach ganz normales Olivenöl verwenden oder Butter. Ist genauso gut. Und dann wird der Teig in der Kastenform gut verteilt. Zum Schluss streiche ich noch etwas Olivenöl drüber, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Geschmack hat und Feuchtigkeit hat. Und wer noch mag, kann ein paar Kerne darüber streuen. Dann wird das Ganze auf 150 Grad Ober-Unterhitze für 60 Minuten gebacken. So, ich habe das Brot jetzt aus dem Ofen getan. Ich würde sagen, wir schneiden es auf jeden Fall mal an, aber ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. Und ja, dann lass uns das Ganze doch mal anschneiden. Tada! Und schon haben wir unser leckeres Eiweißbrot. Ja, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Like da lassen und drunter kommentieren, wenn ihr wollt. Und ansonsten schaut einfach auf meine Instagram-Seite unter Kiki Brandl vorbei. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche und viel Spaß beim Zubereiten. Tschüss, eure Kiki.